So, meine Damen und Herren, willkommen wieder hier zurück im Krieg des Jahrhunderts. Wir sind im Ersten Weltkrieg gelandet, hier bei Battlefield 1. Wir sind in der Wüste. Wir haben im Hintergrund meine Waschmaschine. Tut mir echt leid, aber ich muss Wäsche waschen. Aber ich müsste jetzt auch aufnehmen und da ist ein Platz. Und ich bin scheiße daneben. Jedenfalls, willkommen wieder zurück. Ich habe das erste Mal, habe ich heute die, die Ausbildung des der Runde bekommen. Sagen wir es mal so, wie die letzte Runde ankam. Die letzte Runde kam mit 9 Aufrufen ziemlich gut an, aber von einer Aufrufezeit von 19% der gesamten Aufnahme ist es sehr schlecht. Ach du Scheiße. Ah, Mist daneben. Ah, beschädigt nur. Okay. Ja, wie gesagt, herzlich willkommen mit dir hier. Und ich hoffe, ihr habt Spaß daran, hier mit mir in den Krieg zu ziehen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und Leute, ich weiß, die Folgen sind ziemlich lang. Aber ich finde es einfach viel besser. Manchmal hat man vielleicht mal Lust, eine lange Folge zu gucken. Und da seht ihr Battlefield kommen. Und da habt ihr eine lange Folge. Und deswegen geht es los. Battlefield, heute ist der 15.12. Nächste Battlefield-Runde kommt am 21.12. Die andere kommt am 24. Und genau am Ende des Jahres, am 31.12. kommt nochmal Battlefield. Das sind 4 Folgen, die ich jetzt noch miteinander aufnehme. Heute habe ich nochmal Zeit. Heute ist der 5. Advent und ja, ich habe noch ein paar Folgen aufzunehmen, die ganzen GTA-Folgen, also die 4 Battlefield-Folgen, die 1, 2, 3 GTA-Folgen, glaube ich, oder 2 GTA-Folgen, ich weiß es nicht. Wir schießen einfach mal rein, mal gucken, was passiert. Aber wir können eigentlich reinfahren, ne? Soweit es aussieht. Einsatzziel David verloren. Ah, da kommt ein Stück. Oh. Das ist ein Panzer, das ist ein Panzer, das ist ein Panzer, das ist ein Panzer, das ist ein Panzer. Junge. Fuck, fuck, fuck. Einfach gleich losschießen. Komm, 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 komm. Oh, da ist er weg. Oh, da ist ein Fahrzeug. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Mist. Gut. Das ging leider daneben. Naja, also ich habe jetzt noch die ganzen Online-Folgen aufzunehmen. Ich habe jetzt eine kurze Pause vom Hochladen. Deswegen kann ich das mal kurz machen. Und wie gesagt, das sind jetzt noch ein paar Folgen, die ich aufnehme bis Ende des Jahres. Weil ich dann weiß nämlich nicht, wann ich das nächste Mal, guck mal, der lebt hier. Was war das denn? Wenn ich das nächste Mal dann Zeit habe, weil ich gehe jetzt bis zum 13. Noch arbeiten. Bin dann bei meinen Eltern zu Hause, feiere Weihnachten. Und dann bin ich erstmal bis zum 25., 26. nutze mal nicht da. Gehe dann wieder 4 Tage arbeiten. Was dann passiert, weiß ich nicht. Ob ich dann wieder zu meinen Eltern fahre oder nicht, das ist bisher in den Himmel geschrieben. Da müssen wir noch abwarten. Da hinten explodiert was. Ah, passiert nichts. Da ist nichts. Also wir sind glaube ich hier an der langweiligsten Stelle mit, aber das ist gut. Oh. Ob man helfen können, weiß ich nicht. So. Jedenfalls, ich nehme jetzt ein bisschen noch vor auf. Mal gucken, was ich, ob ich Themen finde, über die ich alles sprechen kann, weil es sind ja nicht gerade wenige Sachen. Oh. Ah, Scheiße! Steigt ein, steigt ein! Oh ja, gut. Dann ist noch irgendwas. Dann ist irgendwas. Da hat irgendwas geschossen.
von wo? Ich sehe. Ah, Flugzeug. Warum bin ich heute so schlecht? Meiner Seite sehe ich nichts. Doch, da oben. Ah, ne, das ist ein Flugzeug. Ah, Flugzeug. Ah, fuck, Ah, was ist hier los? Was ist hier los? Weg, 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 weg. Oh, fuck. Also, wir haben einen richtig guten Panzerfahrer, muss man sagen. Ah, scheiße, ganz knapp. Ja, was kann man eigentlich heute noch erzählen? Wir sind wieder im Krieg, so wie jedes Mal, wenn wir im Battlefield sind. Ein Projekt, was nicht geschnitten wird, genau. Und genauso wie Landwirtschaftssimulator und... Sniper von uns. Wie sieht es sehr aus? Ich habe uns denn noch keinen getötet. Was für ein Wunder. Oh, hier ist Gas, hier ist Gas, hier ist Gas. Ich habe den doch getroffen. Das hat man doch gesehen, dass ich den doch getroffen habe. Feind getroffen. Ja, getroffen, aber mehr nicht, oder was? Ja, endlich! Da ist noch irgendwas. Unser Speer, was entdeckt. Ich mag die Runde eigentlich überhaupt nicht. Das ist immer bis meine Hassmap. Das kann man noch dazu erzählen. Wie gesagt, wegen der Waschmaschine im Hintergrund, ich höre sie auch langsam durch meine Kopfhörer. Ist mir echt leid. Ja, ich habe nichts gesehen. Überlegt mit dem echten Leben, ihr steht auch immer so vom Panzer. Alter. Also wenn sie jetzt ganz klug wären, würden sie jetzt von hinten kommen. Weil wir von hinten uns nicht beschützen können. Aber so schlau sind sie anscheinend nicht. Wir haben Einsatzziel Gustav verloren. So. Punktemäßig gewinnen wir ja relativ. Nicht schlecht. Und ich mache einfach mal einen Test. Wir sind bei ungefähr 9 Minuten Aufnahme. Fast 10 Minuten. Wer ihn bis hierhin geschaut hat, schreibt einfach mal Hallo. Und wer keinen Handel schafft, sondern nur was anderes, weiß ich, okay. Der hat bis hier nicht geguckt oder hat einfach nur hier geguckt, um mir einen Klick zu geben. Da bin ich mal gespannt. So, 9 Minuten ist es eigentlich eine Minute, Zeit, da kann man schon mal zugucken. Das ist ja noch nicht so lang. Ich habe auch rausgekriegt, dass ich die... die Kochvideos, die Backvideos relativ wenig mache, also relativ kürzer. Jetzt ist mein Krieg angekommen. Ja, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Also der Nachteil im Panzer, du bist groß und wirst von überall gesehen. Zerstören. Wir sind gleich tot. Wir sind gleich tot. Wir sind gleich tot, Leute. Wir sind gleich tot. Wer dafür fahrt mal einer weg, genau. Oder reparieren. Wir haben Einsatzziel
Ziel Cäsar erobert. Das ist unser. Zumindest wieder 50 AP. Ich sehe nichts hier. Man sieht hier Gottverdammt nichts. Ich bin so nervös gerade. Da ist schon wieder eine Panzer. Nee, es ist sogar eine Panzergranate, glaube ich. Es muss auf der anderen Seite sein, aber da bin ich nicht unterwegs. Wir haben Einsatzziel Bertha verloren. Guck mal, der ist doch ein Pferd. Ist unser so? Nicht unser, das wäre ein Scheiße. Wenn ich einfach so durchlasse. Ich habe irgendwie in letzter Zeit wieder so viel Bock auf Battlefield, muss man schon sagen. Drehen, drehen. Nee, das ist. Ah, ja, fast ein. Zwei. Ja! Nein! Oh, war das gut. Das war gut. Das war verdammt gut. So, Rolli. Ich kann Panzer fahren. Flugzeug fliegen. Scheiße, man sieht ja 0,0. Ja, okay. Man sieht auch 0,0. Ich glaube, wir lassen das mal. Also ein Tod ist jetzt irgendwie umsonst, aber 4000 Punkte, Platz 12 ist schon mal okay. Oh, das ist ein geiler Panzer. Da wäre sogar noch Platz, aber... Einsatzziel Cäsar. Nee, das brauche ich jetzt nicht. Ich glaube, das ist auch so ein richtig mieser Panzer. Wir haben die Oberhand. Komm. Ja, der Schuss war gerade gar nicht mal so schlecht von mir. Friedrich erobert. Ich denke mal, so eine ganze Pferdekolonne ist ja auch geil. Da hinten ist irgendwas. Wir haben das Einsatzziel Albert verloren. Scheiße, irgendwas war doch hier. Oh fuck, weg. Tot. Da oben. Wir haben Einsatzziel Emil. Naja, gut, wir haben kein Fahrzeug in der Nähe, deswegen brauchen wir jetzt einfach bei dem hier drinnen. Wir haben Einsatzziel David verloren. Ah, das ist doch ein Fahrzeug. Ja, das ist eben, ja, weil ich damit die miese Position eigentlich. Deswegen gehe ich mal lieber zu 4. Können noch wechseln.
Okay, wechseln ist weg. Wir können wieder wechseln. Bin immer nicht dafür. Ich glaube mal mehr von der Seite kommen die Leute. Und wenn, dann können wir uns nach hinten verpieseln. Concentration, Jungs. Befehl ausgeführt. Ich überlege gerade, ob ich heute noch backe. Ich will diese schwarz-weißen Plätzchen heute schon mal machen. Damit ich nächstes Wochenende die anderen beiden machen kann. Und ja, dann bin ich ja weg. Und ich möchte ja für alle vier Advents eine Art Plätzchen machen. Wie gesagt, ich will die komplett klein machen. Die Videos. Und das heißt eben keine 24 Minuten. Es war auch nicht so lang, was ich da gemacht habe. Es war aber auch mein man muss auch sehen, das war mein erstes Video, ich war alleine mit Aufnahme. Ein feindlicher Panzerzug ist unterwegs. Scheiße. Ach du Scheiße. Jetzt wird mir schlecht. Jetzt kommt der Panzerzug. Oh, vor uns. Vor uns ist irgendwas. Wir haben Einsatzziel David verloren. So. Jedenfalls, mich würde auch mal interessieren, ihr müsst auch mal Kommentare drunter schreiben, die das Video auch beschreiben, aber wenn ihr das Video sowieso nicht komplett angucken, ja, dann könnt ihr jetzt eigentlich scheiße reden oder gar nichts mehr reden. Ich glaube, das wäre eigentlich scheißegal. Wir haben Einsatzziel ich glaube mal, David. Ja, ich gehe raus. Ich will ein bisschen Action haben. Also sorry Leute, dass ich jetzt vielleicht gleich sterbe oder nicht so taktisch rangehe, aber das ist mir gerade so ein bisschen zu langweilig. Oh. Zwei. Naja, gut. Oh, ich wurde wieder belebt. Ah, hinten. F5. Nee. Da leuchtet irgendwas. Truppen-XP. Nice. Sonst eine Sprengmine. Wir haben Einsatzziel Bertha erobert. Wir haben Einsatzziel Emil verloren. Der Panzerzug hat doch schon ganz schön was weggenommen. Aber ich bin froh, ich habe keine Lust auf Panzerzug. Das kann ja euch gleich sagen. Keine Lust auf Panzerzug. Also sobald du in der Nähe vom Panzerzug bist, dann hast du keine Chance mehr. Der Panzerzug ist zu stark. Außer du hast wirklich gute Waffen. Okay, der ist tot. Oh, oh, Panzerzug. Mechlin gab es das Ding ja auch, Panzerzug. Das finde ich so ultramäßig krass. Weil jetzt mit dem Bomber rumfliegen, das wäre glaube ich gar nicht mal so schlecht. Das ist die Frage, bin ich im Panzer besser geschützt oder möchte ich versuchen ranzukommen? Beim Panzerzug bist du weniger geschützt, weil du wirst mehr beobachtet. Besser gesehen.
ist der Panzerzug da hinten. Das ist ein Panzerzug. Leute, fahrt weg, fahrt weg. Oh. Fahr einfach, fahr am besten durch, Junge, fahr am besten durch. Weil was bringt das, wenn wir hier hinten hocken? Der war noch nicht tot? Fahr, Junge! Das bringt doch nichts. Das steht hier voll im... Im Feld vom Panzer, wo der Panzerzug hinkommt. Ja, nehme ich die Sichtfeld weg. Damit ich ihn ja nicht töten kann. Irgendwie ist es echt fies, ihn selbst nicht fett zu haben. Ich merke gerade, wir haben auf der linken Seite keinen mehr. Ah, jetzt wieder. Ja, da kommt der Panzerzug. Ich weiß nicht, ich mach keinen Schaden, ich mach keinen Schaden. Ich fahr einfach weg. Oh. Es sind nur noch unsere Flugzeuge in der Luft, wie es aussieht. Warum fahren wir nicht zu G? Also G ist ja vom Panzerzug nicht erreichbar. Einziger Nachteil, wir können alle sein, die es überhaupt gibt, aber... Naja, gut. War ein Versuch wert. Schon. Das Mächtling werde ich bestimmt hier an die Wand gestellt. Ey, du verscheuerst uns Bedrohung. Aber hier ist es mir scheißegal, Leute. Nicht gut. Wir haben Einsatzziel Bertha verloren. Wir haben Einsatzziel Gustav erobert. Junge, bleib doch stehen. Wir sind hier zu zweit in einem fucking Panzer. Wo 6 Leute rein können. 5 Leute. Ist doch ein scheiß Panzerfahrer. Ja, jetzt sind wir fast zurück drin. Immer schön F4, F2, F5 in der in den Fingern halten. Dass man schnell mal wechseln kann. Das
ist ausgestiegen. Was ist denn das für ein Idiot? Die Tastenkombination ist immer einfach gehand. Panzerzug wird es bald nicht mal geben. Einfach fahren. Scheiß auf A, scheiß auf A, scheiß auf A. Da ist die 2. Oh, jetzt schmecke ich gerade Blut in meinen Mund. Nicht gut. Nicht gut. Wir haben aber gewonnen. Wir haben locker früher nicht gewonnen, da brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen. Nur Cheater, ja genau. Hm. Sicher. Wenn man immer verliert, dann denkt man immer, sie cheaten. Aber Jungs, ihr habt einen Panzerzug gehabt. Ihr hättet eigentlich locker gewinnen können noch, aber gut. Jetzt würde ich sagen, Leute, lasst Daumen rum da. Wenn nicht, einen Daumen nach unten, schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Themen-E-Mail war besser drup. Ist mir natürlich fucking egal. Wir gucken uns natürlich hier noch am Ende die ganzen persönlichen Punkte an. Wir sind nächster Rang. Sind aufgestiegen. Ornspan von Alexander. So. Private 9. Kriegen einen Haufen fucking Bonus. Gucken wir uns doch die Highlights ein. Flankenverteidiger sind wir natürlich nicht dabei. Statistik, dritter Platz sind wir. Okay, punktemäßig, aha. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Sagt er mir das Wort. Ciao, ciao.